Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Wir dürfen gespannt sein. Schalke wird mit Ballbesitz beginnen. Los geht's, der Ball rollt. Sören Storks pfeift die Partie an. Schalke in den weißen Trikots von links nach rechts. Der erste FC Düren zuerst gegen den Ball von rechts nach links. Schalke im Gegenzug. Castelle schneller als Backert. Mit einem klasse Pass. Müller ist durch auf der rechten Seite. Nelson Amadin 1:0. FC Schalke 04. Brock leichtsinnig. Krasniqi startet durch. Amadin über rechts. Er ist stark im 1 gegen 1. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Lässt Geimer stehen. Immer noch Nelson Amadin. Ein Übersteiger und der Abschluss. Tyson mit einer klasse Parade. Das hätte das 2:0 sein können. Erster Abschluss, erster FC Düren. Dennis Brock liegt weiterhin auf dem Boden. Dennoch die Flanke von Christian Clemens. Kevin Goden, der braucht nicht viele Chancen. Und jetzt kommt er zum Abschluss vor Julius Paris. Aus dem Nichts kreiert der erste FC Düren seine erste große Chance des Tages. Kevin Goden, der scheitert letztendlich an Julius Paris. Ivan Castelle hat außerordentlich viel Wiese vor sich. Jetzt hat er noch Krasniqi dabei. Krasniqi kann den Abschluss suchen. Krasniqi! Und Tyson mit Glück. Noch kommt er nicht zur Entfaltung. Das ist zu leicht von Geimer. Ermöglicht Schalke den Umschaltmoment. Castelle findet Krasniqi. In der Mitte Amadin und Castelle. Krasniqi lässt Weber ins Leere laufen. Krasniqi! Amadin verpasst um Haaresbreite. Clemens. Da muss er dann aber auch hinterhergehen, wenn er diesen Fehler begeht. So geht's schnell wieder in die andere Richtung. Castelle mit Glück. Castelle immer noch. Castelle und Albutat. 2:0. FC Schalke 04. Und was auch sonst. Ein Fehler der Dürener, der das Ganze erst möglich macht. Castelle ja, kommt etwas glücklich an Iguli vorbei. Der Abschluss auf Tyson, der lässt prallen. Und Albutat, der kann sich die Ecke aussuchen. Und schweißt links unten ein. Müller und Ivan stehen bereit. Ein 3:0. Das wäre ein herber Rückschlag für den ersten FC Düren. Und geht das Spiel so weiter, würde ich fast schon von der Vorentscheidung ausgehen. So weit sind wir noch nicht. Aber auch hier pennt die Hintermannschaft. Albutat da frei flanken. Und erwischt Popovic an der Hand. Es gibt Elfmeter für den FC Schalke 04. Ganz schwierig aus meiner Position das Ganze zu erkennen, ob es dann am Ende Popovics Brust oder seine Hand war. Sören Storks ist sich ganz sicher, zeigt auf den Punkt und Andreas Ivan bekommt jetzt kurz vor der Halbzeit die Möglichkeit. Andreas Ivan gegen Yannick Tyson und Ivan knallt das Ding an die Latte. Was für ein Glück für den ersten FC Düren, das 3:0. Das hätte hier für mehr als klare Verhältnisse gesorgt. Andreas Ivan im Pech. Yannick Tyson begräbt den Ball unter sich. Amadin. Guter Ball. Pöppball. Müller und Giamfi wäre auf links mit dabei. Ebenso wie Ivan. Immer noch Giamfi. Jetzt Ivan. Andreas Ivan. Einhaken. Jetzt der Ball in die Mitte. Scharf. Tyson. Zweite Chance, Van der Sloot. Und der Ball ist immer noch heiß. Wieder Van der Sloot. Krasniqi. Einhaken, geht vorbei. Das macht er ganz stark. Blerow und Krasniqi. Krasniqi 1 gegen 1 gegen Popovic. Mehr macht's. Krasniqi. Ivan. Abgelegt auf Müller. Klasse Parade von Yannick Tyson. Hält sein Team im Spiel. Pöpper und Müller, die können sich hier den Ball zuspielen, wie sie möchten, da kommt überhaupt kein Druck auf.
Auch jetzt bei Manu Giampfi ist Popovic einen Tick zu spät. Andreas Ivan, klasse Chipball. Amadin ist durch. Nelson, Amadin! 3:0 S04 und jetzt wird's deutlich. Die Jungs sind weiß, die können sich den Ball zuspielen, wie sie möchten. Am Ende hat Ivan eine Idee und Amadin hat den Fuß. Und Amadin schnürt den Doppelpack. Dinger. Talabidi, Cissé und das war's. In Gelsenkirchen ist Schluss. Eine einseitige Partie zwischen der U23 des FC Schalke 04 und dem 1. FC Düren. Endet am Ende mit 3:0. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Yeah.